Guten Morgen. Heute haben wir einen Rüden wieder. Ganz schwarz. Das ist der liebe, süße Pixel. Genau, der Pixel. Mittelgroß. Geburtsjahr circa 21. Das heißt, er ist gute 4 Jahre alt. Er ist natürlich kastriert. Optisch finde ich ihn sehr schön. Ich bin Fan von schwarzen Hunden. Hier spielt er gerade mit dem anderen Hund. Ja, hier spielt er nicht. Hier läuft er nur auf der Wiese rum. Lässt sich also ohne Probleme anfassen. Da kommt ein anderer. Genau. Also mit Hunden, mit anderen Hunden verträglich. Klasse. So, hier den Pixel und sein Kumpel etwas näher gefilmt. Beide am Schnüffeln. Es waren ja bestimmt vorher auch andere Hunde aus dem Tierheim in Luban, Polen, dort auf dieser Wiese. Auch eine schöne große Wiese, das Tierheim. Das heißt, viel Auslauf, finde ich klasse. Ein ruhiger Hund. Wir hatten ja mal der Alan, glaube ich, und Alenka. Alenka oder so, ich glaube, der gleiche Alter, aber auch natürlich. Powerhunde, er ist etwas ruhiger, der Pixel. Sieht man auch im Ganzen. Ein ruhiger Kollege. Schöner, buschiger Schwanz, schönes, liebes Gesicht. Steckt man ein einfacher Hund. Noch mal ein kleines Video von Pixel. Lässt sich überall anfassen. Liebes gekrault zu werden. Hier bin ich, kraul mich. Vielleicht hast du ein Leckerchen für mich. Klasse. Dafür sind Videos immer wichtig. Oh, hier hat einen anderen Kollegen. Oh, ein schöner, ganz weiß. Einmal ganz schwarz und einmal ganz weiß. Klasse. Leider ist es oft so, dass schwarze Hunde Probleme bei der Vermittlung haben. Warum auch immer. Warum auch immer. Wir hatten mal eine schwarze Dogge. Ein Riesenvieh, sag ich immer, 75 Kilo. Herz wie ein Hase. So, also, was steht in der Beschreibung? Pixel wurde gefunden und kam am 31. Januar 2023 zu uns ins Tierheim. Also ein gute 1,5 Jahre im Tierheim. Ist auch schon zu viel. Anfangs war er sehr ängstlich und misstrauisch und konnte nicht alleine laufen. Das kann er jetzt aber. Aber in den 1,5 Jahren, wo er nun schon bei uns ist, hat er viel gelernt und sich sehr verändert. Sehr gut. Also Hunde, gerade in dem Alter, Pixel ist gerade mal 3 Jahre alt, sind die sehr anpassungsfähig. Genau. Pixel zeigt uns nun sein sanftes Wesen. Er ist aufgeschlossen und sehr freundlich. Er lernt, an der Leine zu gehen und uns zu vertrauen. Ja. Er akzeptiert Hundemädchen. Jungen mag er eher nicht. Okay. Das ist eine reine Männersache. Ne? Kennen wir als Männer ja auch. Pixel ist wunderschön, kann ich bestätigen, wenn er auch aktuell etwas zu dick ist. Und dick kann man nicht sagen, etwas fülliger. Aber schönes Gesicht, ja, ein bisschen fülliger. Ja, Pixel. Danke, Dirk, du Rettungspate. Ältere Fotos. Ach, es war also die Hündin Lady, 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 die mit ihm da im Video rumgetobt hat. Die junge Dame Lady. Genau. Also, wer einen jungen Hund sucht, mittlere Größe, ein Rüde, der sehr lieb und wahrscheinlich auch gehorsam ist, sehr gut an der Leine gehen kann. Natürlich muss er einiges noch lernen, warum ich darüber diskutieren. Aber er ist sehr freundlich aufgeschlossen, gerade mit den Damen, Hundedamen. Ja, der sollte sich hier bei hundefreundlicheleben.org, ich verlinke die URL der Domain noch in dem Beschreibungstext des Videos. Ja, und dann Kontakt treten. Schwarze Hunde sind schöne Hunde. Keine Angst haben, das ist ein ganz lieber Hund. Pixel, ich wünsche dir alles Gute. Du wirst eine Familie finden. Ciao.